Schuppert ist ein Pokémon mit dem Typ Geist und existiert seit der dritten Spielgeneration, wobei es sich zu Banette weiterentwickeln kann. Schuppert ist ein kleines puppenförmiges Geister-Pokémon mit einem rübenartigen Kopf. Auch wenn im Pokédex als Farbe schwarz angegeben ist, so scheint es doch eher dunkelblau, dunkelgrau oder violett zu sein. Sein Körper besteht aus einer Art wellenförmiges Tuch, welches auch sein Horn auf dem Kopf umfasst. Es hat von schwarzen Ringen umrandete hellblaue Augen mit dunkelblauen Iriden und gelben Pupillen und die Shiny-Form verfügt lediglich über einen anderen Farbton, der nun in Türkis gehalten ist. Wie viele andere Geist-Pokémon kann das Pokémon durch die Luft schweben und mithilfe seiner psychokinetischen Fähigkeiten Gegenstände durch die Luft schweben lassen, bei deren Einsatz die Augen blau leuchten. Schuppets Attacken sind daneben darauf ausgerichtet, dem Gegner mit Attacken wie Irrlicht oder Fluch langfristig Schaden zuzufügen und ihn durch Groll oder Nachspiel die Angriffspunkte zu nehmen. Durch die versteckte Fähigkeit Tastfluch hindert es den Gegner sogar für eine gewisse Zeit am Einsatz der zuletzt verwendeten Attacke. Die Fähigkeit Insomnia verhindert, dass das Pokémon einschlafen kann und die Fähigkeit Schnüffler gibt Auskunft über gegnerische Items. Durch sein Horn ernährt es sich von Neid und Rachsucht. Es hält sich insbesondere in der Nähe von Personen auf, die solche Gefühle empfinden. Empfinden diese besonders große Rachgelüste, reihen sich Schuppert in Scharen unter der Dachrinne dieser Person auf. In der Nacht streift es durch Städte und sucht Menschen mit solchen negativen Gefühlen auf. Bei Sonnenaufgang kehrt es jedoch in sein Nest zurück. Dabei ist Schuppert die erste Form der zweistufigen Entwicklungsreihe und die Vorentwicklung von Banette, zu dem es sich auf Level 37 entwickeln kann. Bei der Entwicklung nimmt sein stofftuchartiger Körper menschenhaftere Proportionen an und ähnelt somit mehr einer Stoffpuppe. Und mit seinem Typ Geist ist es immun gegen Normal- und Kampfattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift- und Käferattacken und doppelten Schaden gegen Geist- und Unlichtattacken.